komplett eingestellt. Es fahren weder Fern- noch Regiozüge. Und für gestrandete Passagiere hat die Deutsche Bahn Aufenthaltszüge bereitgestellt. Da kann man dann im Warmen sitzen und vielleicht mit Glück auch etwas schlafen. So ein Zug steht zum Beispiel am Kölner Hauptbahnhof, aber auch in Münster. Heike Zaffer, WDR 2 Münster, du hast ja diesen Aufenthaltszug angesehen. Wie geht's den Leuten da? Ja, da sitzen so um die 70 Leute. Das sind vor allem ziemlich junge Leute. Viele von ihnen kommen von einer Comic-Messe in Münster. Da sind sie heute Morgen angereist und wollen jetzt nach Hause, aber sind dann eben hier im Bahnhof in Münster gestrandet. So auch Sarah Reinhild und Stefanie Nevermann. Ja, also ich bin fix und alle. Ne, nach einem langen Tag, morgens um 6 aufgestanden und heute im Zug übernachten. Ja, wir hoffen, dass wir morgen weiterkommen nach Hamburg. Um 8 Uhr fängt halt meine Berufsschule an und das werden wir, so wie es aussieht, nicht voraussichtlich schaffen. Sprich, ich komme mit einer großen Verspätung an und darf danach nochmal 4 Stunden arbeiten gehen. Also eigentlich habe ich einen 11-Stunden-Tag vor mir und jetzt sitzen wir hier die Nacht im Zug. Ja, und einige haben sich zum Glück auf dieser Comic-Messe in Münster zumindest Kissen gekauft. Ein paar haben auch Wolldecken dabei, rein zufällig, aber richtig gemütlich ist das natürlich nicht. Ja. Heike, wie lange dürfen die Leute denn dort bleiben? Ja, ich denke bis morgen. Das Ganze nennt sich Hotelzug, hat aber mit Hotel nicht wirklich viel gemeinsam. Es gibt also keine Betten, sondern halt normale Sitze. Und wie lange es dauert, bis die Züge wieder fahren, das weiß hier keiner. Erst morgen früh, wenn es hell wird. Dann wird die Bahn ja die Gleise genauer inspizieren können und mögliche Äste oder Baumstämme wieder von den Gleisen räumen können. Wie ist es denn generell am Münsteraner Hauptbahnhof? Du warst ja auch da. Ja, sehr, sehr ruhig. So ausgestorben habe ich den Bahnhof wirklich noch nie gesehen. Allerdings gab es eine kleine Schlange beim Infopoint, weil die Leute natürlich wissen wollen, wie es weitergeht. Und es sollen auch Taxischeine ausgegeben worden sein, aber nicht alle Leute haben so einen Taxischein bekommen, nämlich nicht die, die etwas weiter weg wohnen. Und dann gibt es auch noch Hotelzimmer, oder die hat es gegeben, die sollen aber schon ausgebucht sein. Danke, Heike Zaffer, WDR 2 Münster. Weil keine Züge mehr fahren, hat die Deutsche Bahn Aufenthaltszüge für gestrandete Reisen bereitgestellt und wir haben mal uns einen angeguckt.